So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Kritik auf meinem Kanal. Und heute befassen wir uns mit einem weiteren Film, der 2017 bei den Oscars als bester Film nominiert ist, nämlich Hidden Figures, Unerkannte Heldinnen. Die Geschichte erzählt die von drei Frauen, die während der 60er Jahre für die NASA Mathematikerinnen sind, aber damals in Virginia ist es noch so, dass dort die Rassentrennung gilt. Das heißt, es gibt weder Toiletten für die Schwarzen, die im Gebäude sind, wo sie arbeiten, die sind deutlich weiter weg. Es herrscht so ein bisschen das Ganze, dass die Schwarzen immer noch so ein bisschen verhöhnt werden von den Weißen sozusagen. Und diese drei Frauen müssen sich nun eben bei der NASA behaupten. Und je mehr sie sich behaupten, desto mehr werden sie eben von den einzelnen Leuten anerkannt und berücksichtigt. Während ihrer Zeit sollen sie halt auch Berechnungen für die NASA anstellen, wie man zum Beispiel den allerersten Soldaten in die Umlaufbahn der Erde bringt, nämlich John Glenn. Stellen einige dafür Berechnungen an, einige befassen sich mit Computern, einige eher mit der Ingenieurskunst, sage ich jetzt mal. Und das erzählt halt so ein bisschen immer die Geschichte darüber, unterschiedlicher Personen, die damals an der Beteiligung, dem Wettlauf ins All beteiligt waren. Sehr interessante Geschichte auf jeden Fall. Wie mittlerweile einige von euch wissen, bin ich ja ein Fan von Filmen nach wahrer Begebenheit. Und der Film hat gesessen, muss ich sagen. Der Film, nachdem ich den gesehen habe, ich wollte mir fast noch ein zweites Mal angucken, weil ich den cool fand. Ich fand, der Film war richtig interessant gemacht auf jeden Fall, hatte ein hammergeiles Drehbuch, muss ich sagen. Oscar-Nominierung gehe ich definitiv mit für bestes adaptiertes Drehbuch. Die Rolle von Octavia Spencer hat eine Nominierung bekommen als beste Nebendarstellerin. Ist so der einzige Punkt mit dem Film, wo ich so ein bisschen sage, da kann ich nicht so ganz mitgehen. Also das war gut, ja, aber ich fand es jetzt nicht wirklich Oscar-reif. Das ist für mich keine Rolle, die ist Oscar-reif. Wenn sie zufälligerweise dann doch den Oscar als beste Nebendarstellerin gewinnen sollte, dann Hut ab, hätte ich nicht mit gerechnet, aber für mich ist es einfach nicht Oscar-reif genug gewesen. Es war trotzdem schauspielerisch. Ich mochte vor allem Kevin Costners Rolle als Al Harrison. Der hat richtig gerockt, auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesem Mann zuzusehen, aber auch Tari, wie auch immer, Hansen, die Hauptdarstellerin Katherine Johnson spielt, hat mir sehr gefallen. Ja, war auch super. Und damit ist das Ganze schauspielerisch, besetzungsmäßig ein souveräner Ablauf gewesen. Das hat alles, war gut aufeinander abgestimmt, hat mir sehr gefallen. Auch die Szenen mit den Starts der Raketen, die Prüfung der einzelnen Daten, die einzelnen Formeln und sowas. Ob das alles immer so ganz stimmt, vor allem bei den Formeln, also nur mal um das abzuschließen, das sah sehr gut aus, aber ob die Formeln so stimmen und sowas und alles, das ist für uns Außenstehende, sage ich jetzt mal, die den Film gucken, natürlich wird es einige geben, die gleich gesagt haben, ja, na klar, das hätte ich jetzt auch so berechnet und so, aber für mich war es dann immer mal so, wo man geguckt hat, oh, nicht schlecht auf jeden Fall sowas damals ausgerechnet zu haben, wo man dann von irgendwas erzählt, von irgendwelchen Formeln, wo man einfach nur den Film guckt und sagt, jo, das stimmt bestimmt so, und man aber selber null Ahnung davon hat, was dort bewiesen wird, aber ich fand, es war gar nicht so schlecht dargestellt und so ein bisschen was konnte man vielleicht doch nochmal aufnehmen und hat man auf jeden Fall verstanden. So ganz ohne klitzekleine Längen kommt der Film halt nicht aus. Es ist wieder so dieser typische Oscar-Bait-Film, der von Leuten handelt, die halt doch relativ weit unten stehen und sich einem nach dem anderen immer weiter hocharbeiten. Das kann man so ein bisschen sagen, eigentlich war es, wenn man jetzt mal nimmt La La Land und Hacksaw Ridge, war es genau dasselbe. Wir haben so eine Schauspielerin, die ist sehr, sehr niedrig. Also die Rolle von Emma Stone, die kommt nicht wirklich hoch. Und eines Tages kommt sie halt wirklich hoch. Hacksaw Ridge, Desmond Doss, gespielt von Andrew Garfield, wird halt dauerhaft von seinen Kameraden verhöhnt, dass er keine Waffe anfassen will. Und irgendwann sind sie stolz darauf, dass er als Sanitäter überhaupt mit in den Krieg mitgegangen ist und ihn auf den Schlachtfeld unterstützt. Das ist genauso hier wieder dasselbe. Und das ist halt so ein bisschen immer dieses typische Oscar-Bait von unten. Wir haben einen Protagonisten, der ist ganz, ganz weit unten in seinem Leben und schafft es aber dann doch wieder nach oben zu steigen. Und das war halt hier auch wieder so der typische Oscar-Bait-Film. Aber
Ich muss sagen, der Film hat mir viel Spaß gemacht. Ich hatte wirklich, wirklich nach dem Film gedacht, der war so cool, die guckst du dir einfach nochmal ein zweites Mal an, weil er mir so viel Spaß gemacht hat. Und das ist schön. Das ist wirklich, wirklich, richtig schön. Hat mir Spaß gemacht. Danke, dass man an Hollywood gesagt hat, wir machen diesen Film. Das war wirklich mal wieder ein Film, wo ich gesagt habe, super geil. Und damit bin ich durch mit meiner Kritik zu Hidden Figures, unerkannte Heldinnen. Und am Ende, es war schwierig. Es war schwierig von der Punktzahl her. 8 oder 9 Punkte zu geben, das war ja wirklich schwer. Hat mich am Ende dann für 8 von 10 möglichen Punkten entschieden. Er ist definitiv besser als Manchester by the Sea, ist meines Erachtens aber noch ein Tick schwächer als La La Land. Und damit schlussendlich 8 von 10 möglichen Punkten für Hidden Figures. Super Film. Ich freue mich, den Film vielleicht bei den Oscars in der einen oder anderen Kategorie, 3 sind 10 in der Zahl, vielleicht in einer der Kategorien gewinnen zu sehen. Eben für bestes adaptiertes Drehbuch. Das würde mich freuen. Ich bin raus. Haut da rein und ciao.